Gul'dan gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Eure Seele wird mir gehören. Hallo liebe Kartenfreunde, willkommen zum nächsten Spieltag der Hearthstone-Liga. Heute ist mein Gegner Faustus Zock. Ja, ganz genau. So sieht's aus. Ja, Faustus ist aktuell nicht so weit in der Tabelle oben, um es höflich auszudrücken. Ich bin auf Platz 1. Ich bin Letzter. Das ist immer so gefährlich. Gegen den Tabellenletzten kann man immer mal stolpern. Deswegen habe ich riesengroßen Respekt vor dir. Naja, schauen wir mal, ne? Mhm. Ich mache mir jetzt nicht so die Mega-Hoffnung. Ich auch nicht. So, erstmal was zum Knacken. Aha, okay. Ja, knack mal weiter. Okay. Aktuell sieht es bei mir nicht so aus, dass ich sagen würde, ja, das ist gut. Ja, wir schreiben jetzt gerade den fünften Spieltag, ne? Richtig. Ja, ist auch schon fast die Hinrunde rum. Jo, also ich arbeite natürlich auf die Herbstmeisterschaft. Ja, ich glaube, die hast du ja. Ah, 3 Punkte vor, ne? Nächste Woche ist ja auch nur noch ein Spiel. Und dann ist vorbei, die Hinrunde. Ja, was mache ich denn? Ich ziehe aber auch nur Grütze, was ja gegen deine beiden Monster so erstmal gar nichts bringt. Ja, was machen wir denn da? Ja. Bleibt mir nur das. Ja, haben wir wohl beide nicht die perfekte Hand. Ja, es geht. Es geht, wenn du mal was legen würdest. Ja, super, nur 2. Hm. Noch irgendwas? Nächste Runde das. Ah gut, können wir ruhig machen. So, sind wir wieder bei Anfang. Ach so, direkt geheilt. Ja, okay, alles klar. Ja. Ich hätte mir mehr von den Einsern gewünscht. So 3 aufwärts. 3 oder 4 halt. Ja, muss gerade überlegen. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Hm? Das war's. Ja. Oder? 4 Mana haben wir? Na komm. Was war's zum Spielen? Oder schiebst du es oder frierst es ein? Müssen wir mal schauen. Nee. In der nächsten Runde aktuell. Der hier. Der hier. Okay. Okay. Den machen wir so. Mal schauen, was wir ziehen. Ja, machen wir so, wie ich es eben angezeigt habe. Oder? Nee, warte mal. Das würde ja gar nicht funktionieren, weil er dann nicht mehr da wäre. Ich hab so die Befürchtung, ja? Es wird ein ganz langes Spiel. Ja. Also muss ich sagen, dass ich heute mit den anderen fast 4 Stunden Trouble in Terror's Town aufgenommen habe und ich ein bisschen groggy bin. Ja, Vorteil für mich. Und ich letzte Nacht auch fast gar nicht geschlafen habe, wegen Durchfall. Das wollen alle wissen. Richtig. Das war's. Bisschen Deckspeed reinkriegen. Okay. So, spielst du noch irgendwas? Ja. Hm. Ja.
So. Was ist das denn für ein Vieh? Was für ein Level ist denn deiner? Mein Charakter ist 40. Was 40? Ist das? Ja. Fast 41. Aber das ist nicht weiter schlimm. Also, es ist eine Standard-Basiskarte, nur halt in Holo. Fügt allen anderen Charakteren einen Schaden zu. Also deinem Helden, meinen Helden, meinen Viechern, deinen Viechern. Was soll ich nur tun? Ach so, ich bin dran. Richtig. Okay. Ein Schaf ist schon mal weg. Ich habe nicht genug Mana. Ja, da müssen wir leider so machen. Ist ja in Ordnung. 7 Mana, was können wir tun? Wir können erstmal eine Karte ziehen. Hm, das bringt auch nicht wirklich voran. Das Gute ist, dass diese Spiegelbildkarte jetzt schon zweimal weg ist. Dazu noch ein Schaf. Okay. Als nächstes könnten wir den hier benutzen. Okay, dann könnte auch eine Karte ziehen, aber das können wir verhindern. Könnten wir verhindern, sagen wir mal so. Also ich darf auf jeden Fall nicht unter 10 Lebenspunkte fallen, weil er eine Karte drin hat, die 10 Damage macht. Kostet aber auch 10. Da muss ich ein bisschen darauf achten, dass wir immer ein bisschen höher sind. Ich frage mich, ob... So, als erstes der. Als... falsche Karte. Wie? Als zweites? Wohl. Macht das Sinn? Aber was heißt das jetzt für meine Karte? Ist sie jetzt gesperrt für den nächsten Zug oder was? Oder wie? Nee, die ist wie stumm. Die kann seinen Effekt nicht ausspielen. Wenn du auf die Karte gehst, ist das so ein rotes Kreuz. Also das heißt, wenn der Schaden kriegt, überlebt er trotzdem, kriegst du keine Karte. Na gut, das ist ja jetzt nicht so wild. Kann ich verkraften. So, wollen wir es riskieren? Ja. Schön. Einmal. Nein. Zweimal. Und. Viel Spaß. Ja. Ja, aber ich habe vor deiner Karte mit 7 auch Angst, falls du sie drin hast. Mit 4 Schaden auf alles beim Gegner. Und natürlich das Schaf. Was noch einmal kommt. Ich habe noch 15 Handkarten, Deckkarten auch. Alles eingefroren. Okay. Okay, okay, okay. Und 6 Schaden auf mich. Ja, scheiße. So. Was können wir machen? Aktuell nicht wirklich viel, was absolut sinnvoll wäre, außer den hier aussperren. So, dann nehmen wir noch den dazu und ritzen uns einmal. Schön. Können aber nicht angreifen, weil die eingefroren sind. Also müssen wir abgeben. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung. Okay. Alles klar. Ja, mein Gott. Kannst auch Atabum zu mir sagen, bitte. Der Verstohlene, der macht mich da jetzt gerade ein bisschen... Ich frage mich. Na gut, aber er hat nur einen Live noch. Okay. Ja, mir läuft die Zeit davon, ja. Keine Ahnung.
So. Wie machen wir das? Tja. Ich zieh mir erstmal eine. Ah, okay. Zieh dir erstmal eine. Machen wir so. Machen wir D. Und jetzt kriege ich voll auf die Mütze. Ach Quatsch. Ich kümmere mich. Wir, Einmal den. Einmal den. Ach, hat schon angegriffen, Entschuldigung. Einmal den. Ich weiß, dass das ein Fehler sein könnte. Aber abwarten. Ups. So. Haben jetzt die 10 Schaden? Ah, okay. Auf die. So schlimm. Ein da drauf. Er wird mit dem Einser wahrscheinlich angreifen wollen. Genau. Und ein Spott mit 3,5. Okay. Wie kommen wir an dem vorbei? Wie kommen wir an dem vorbei? 3 sind 2. Ja, genau. Ja, das kriegst du ja wohl hin. Ja, so eh. Ja. Ah, cool. Den und den. Ah. Beide irgendwie Handkarten tot. So gut wie. Ja. Alles klar. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 11 Lebenspunkte noch. Schön, die Karte kommt nur viel zu spät. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. So. Aber ich habe noch genug Alternativen im Deck, die das freut mich total für dich. Uns noch helfen könnten. Auch wenn wir nur noch 8 Deckkarten haben, aber da sind noch so. Ne, 7 sogar nur noch. Aber da sind noch so die ein oder andere, die nicht schlecht ist. Ja gut, der Gegner ist nicht weiter schlimm. Ja, Dennis. Ja, das Faust, war's, ne? Was machen wir? Mach mal ein schnelles Ende. Weil das ist sowieso vorbei. Ah, gut. Also, wir machen erstmal. Einmal hier. Einmal da. Und nu? Hole ich mir 5 Lebenspunkte. Und mache uns allen beiden 3 Schaden. Uiuiui. Ja. Wunderbar. Glückwunsch. Jo. Jo. Dankeschön. Bitteschön. Gutes Spiel auf jeden Fall. Aber das längste Match bis jetzt von mir. Ja, in der Einleitung, bevor wir uns zur Aufnahme beschlossen haben, hast du auch gesagt, dass du gegen einen anderen Gegner schon ein längeres Spiel hattest. Gegen wen, verrate ich nicht. Oh. Na gut. Das Gute ist aber, dass der Bladdick oder der Baptista mich durch diesen Sieg auf jeden Fall nicht vor Tabellenführung stürzen können. Weil das war alles abgespielt. Du hast mich jetzt bezahlt, das können wir ja jetzt zugeben. Wenn ich jetzt verliere, ne, damit du Erster bleibst. Ja, hättest du wohl gerne. Ja, ja, ist so. Du musst die Fakten jetzt nicht verdrehen. Ach so. Ja? Ah, wenn du das sagst. Ja, alles klar. In dem Sinne. Wiedersehen. Ciao.